schaut mal, Leute, wir machen ganz leckeres Frühstück. Oh, jetzt läuft er wirklich. Felix, komm, mach das Intro. Ey, Leute, was geht? Das gibt Frühstück gerade. Yo, Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog hier mit Papo. Fresher denn je. Das ist Olivia. Wir haben auch Yasin dabei. Yasin, sag mal hallo. Es geht ab. Das hier ist Michi. Und Felix natürlich mit am Start. Der hat Durchfall. Wir gehen jetzt auf den Berg mit den Skiern und Snowboard. Ich verschwör's nicht mehr. Ersten Lift nehmen, haben sie gesagt. Ja, Barney. Hey, Schatz, wir haben ersten Lift zu Hause. Erster Lift zu Hause. Hello there. Komm, Chris, du sei einmal los. Probier richtig doll. Kennt ihr dieses TikTok? Und dieses muss auch mal so ein bisschen quirky sein. Die Konditionen sind heute nicht die besten, aber die Konditionen sind weiter oben noch schlechter. Da kannst du mal hinfilmen. als ob der bist oder so. Sorry. Ein bisschen anstößig jetzt. Ja. Anstößig. Komm, lass anstoßen. Die Tiefschnee-Experience. Ist einfach wie fliegen. Oh, ui. Oh. Olli? Ja. What are the odds, dass du jetzt diese Zitrone isst? 3, 2, 1, 4. Den Kern darfst du gerne rausnehmen. Danke. Und? Schmeckt's dir? Wir waren noch in einem Spielerladen, weil wir momentan jeden Abend Spiele von Catan spielen. Wir haben uns diese Erwartung gekauft. Liebe, was hast du noch gekauft? Was du meinst, was super sinnvoll ist? Ich wohne jetzt mit dir, Mann. Verstehst du das oder nicht? Voll. Vollkommen. Aber doch. Bro, du hast noch so ein Kärtchen aus deinem Arsch raushängen, ne? Nervig. Freunde, es ist der vorletzte Skitag. Wir begeben uns jetzt auf den Weg zum Berg. Hast du schon Bock? Ich sehe es nicht aus, Christo. Ja. Sag das nicht, dass ich immer so aussehe. Na gut, ich sag. Würde ich nicht machen. Ich bin gestern übrigens, ich hab's nicht gefilmt, Tiefschnee gefahren. Bin so an der Piste lang und dann war da so ein Loch. Shit. Links komme ich nicht mehr dran vorbei, rechts schaffe ich auch nicht. Also bin ich rechts so am Berg angehalten, mitten im Tiefschnee, direkt eingesunken. Und dann musste ich 4 Meter bis zur Piste hochklettern. War ultra anstrengend, aber hat irgendwie Spaß gemacht. Deswegen vielleicht heute nochmal. Der Dreh sneeft gerade andere Ebene. Die chillen hier live, mies. Guck mal, die eine, die kratzt sich da hinten einfach. Ganz entspannt. Hallo. Felix, oder Leon, dass du diesen Zucker hier isst? 2 zu 1. 2 zu 1, was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir die gleiche Zahl sagen, muss ich. Wenn wir eine unterschiedliche Zahl sagen, musst du. 3, 2, 1. 1. Guten Appetit, Felix. Ja, oh. Alter, das ist wirklich. Ja, wirklich, Karius und Baktus sind am Anklopfen. Überall. Das ist meine ganz persönliche Hölle, Leute. Weißt du, was ich gerade lieber machen würde, als hier zu sein? Ich würde mir gerne rostigen Nagel ganz tief in mein Knie reinrammen. Mein Glück sind wir nicht auf der Loser-Alm, das ist ja übel peinlich. Ja, das ist besser. What are the odds, dass Vögel deine neue Insta-Bio wird? 2 zu 1. Okay, ist besser als verspiesen. 3, 2, 1, 1. Digga, Christo, ne? Was fällt dir ein, jedes Mal zu gewinnen? Ist weird, Bro. Ist wirklich ein bisschen weird. The following is a Papo Cribs special presentation. Hey Leute, willkommen zu meiner Crib. Wir sind hier gerade im Eingangsbereich, Ferienhaus. Alex. Steht hier. Hier haben wir noch einen schönen Carport, heißt es glaube ich, mit Müll. Die Trennung ist auf jeden Fall gigantisch, weil wir trennen 16 Sachen gefühlt. Man muss auch den kleinen Zettel vom Teebeutel abtrennen und so. Hier unten wurde immer geschissen.
super. Abstellkammer. Dann begeben wir uns direkt in die Küche. Ganz neu saniert alles, also wirklich frisch, fresh. Oh, God, it's so good. So fresh. Wir kommen in die kleine andere Abstellkammer. Hier ist der Kühlschrank drin. Das ist ja widerlich. Batzig. Das müssen wir noch machen. Hey Leute, weiter geht's. Hier ist der Eisungskeller. Hier haben wir immer unsere Skisachen gelagert. Das sind jetzt aber nicht mehr da. Hier können wir auch Klamotten lagern. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zum Fundstück der ganzen Bude. Die Lounge oder der Spa-Bereich. Wir haben einmal den. Oh mein Gott! Hier unten hat Olivia geschlafen. Da. Bei den Holzscheiben. Scheide. Fantastischer Living Room. Wie man im Englischen sagt, International Ofen. Da haben wir dann Erstgeborenes verbrannt. Hier waren wir kein einziges Mal. Aber das war's noch nicht. Kommen Sie mal mit. Jetzt können wir nach oben. Schlafzimmer 1. Wir haben nicht so richtig geschlafen. Tolles Bett. Wir haben auch gekuschelt nachts. Dann Schlafzimmer Nummer 2. Ein bisschen kleiner, aber trotzdem cozy mit Schrank. Das heißt, hier kann man auch Klamotten. Da ist noch ein Handtuch drin. Schlafzimmer Nummer 3. Auch mit großem Schrank. Bett. Das letzte Badezimmer in dieser Wohnung. Fenster. Bis zum nächsten Mal.